Die 8 Personen waren der Colonel und sein Neffe, der Steuermann, Tresco, Holbers, Hamadul, Potter und Winnetou. Die anderen hatten sich durch das Versprechen auf ein wahrscheinliches Wiedersehen bestimmen lassen, zurückzubleiben, um die Tiere der 8 Kameraden in Obhut zu nehmen. Tresco war der Erste, der an Bord stieg. Er trat nahe an Parker heran und stellte sich halblaut vor. Polizeileutnant Richard von Tresco, Prinz. Parker trat zurück. Schreck und Freude stritten sich in seinen Zügen. Oh, ich erkannte dich. Entschuldigung. Ich erkannte sie nicht sofort. Es sind Jahre vergangen, seit wir uns sahen. Welcher Angelegenheit? Eine freundliche, nur freundliche. Zunächst 1000 Grüße von seiner Durchlaucht, dem Herrn Vater. Danke. Danke, Sie machen mich glücklich. Er hatte den Argwohn, zu dem er als Flüchtling dem deutschen Polizisten gegenüber sehr wohlberechtigt war, überwunden. Der Bruder der einstigen Geliebten konnte ihn unmöglich verraten. Ich muss kurz sein, die Umstände drängen. Ich befinde mich in den Staaten, um den wirklichen Mörder Wallersteins zu entdecken. Ich weiß, wer er ist. Mit einem raschen Griff hatte Parker seinen Arm erfasst. Sie haben... Er befand sich jetzt in einer Aufregung, die nicht geringer war als diejenige Leutnant Jenners vorhin. Ich weiß es, wiederholte Tresco. Es ist der schwarze Kapitän, der heute Nacht den Lorrible entführt hat. Parker ließ einen beinahe unartikulierten Schrei hören. Oh!